Hey und auch willkommen an die ganzen neuen Gesichter da draußen. Schön, dass ihr neu dabei seid auf dem Channel. Nicht so schön ist leider der Film, den ich jetzt besprechen muss, nämlich Hellboy, der heute in die Kinos kommt. Denn nicht nur der Titel hält, sondern auch der Film scheint mitten aus der Hölle zu kommen. Bereits 2004 und 2008 wurde bereits Hellboy mal inszeniert von Guillermo del Toro. Die beiden Filme mochte ich eigentlich. Und jetzt hat sich Neil Marshall an ein Reboot gewagt. Und Neil Marshall ist eigentlich ein total guter Regisseur. Der hat einen wirklich richtig guten, dichten, atmosphärischen Horrorfilm gemacht, zum Beispiel The Descent, den kann ich wirklich nur empfehlen, der ist wirklich klasse. Und er hat auch ein paar Game of Thrones Folgen inszeniert und nicht irgendwelche. Er hat die grandiose Watchers on the Wall Folge gemacht oder zum Beispiel die Schlacht um Blackwater, also ein Regisseur, der wirklich inszenieren kann. Und da fragt man sich, warum denn überhaupt sowas bei rauskommen kann. Die Comics habe ich leider noch nicht gelesen, hol das vielleicht mal irgendwann nach, auch wenn die Story des Films jetzt nicht so wirklich zum Comiclesen eingeladen hat. Vor Jahrhunderten hat nämlich König Artus mit Hilfe des Schwerts Excalibur die böse Blutkönigin Nimue besiegt. Doch jetzt in unserer Zeit droht sie zurückzukommen und nur einer kann sie aufhalten. Hellboy. Ja, das ist der rote Typ mit den beiden Hörnern und dem großen schweren Arm. Der wurde damals schon von Del Toro gut inszeniert und war auch gut besetzt. Und ich hätte mir ehrlich gesagt lieber irgendwie einen dritten Teil gewünscht, weil das, was man hier gemacht hat, ist wirklich nur zum Kopfschütteln. Das fängt schon wirklich in den ersten Minuten an, wenn es dann eben ins 5. Jahrhundert unserer Zeit geht. Und dann ist da ein Dialog, der erstmal wirklich peinlich geschrieben ist, also wirklich richtig peinlich. Aber das reicht noch nicht. Es wird alles erklärt. Es gibt ja so eine Sprecherstimme. Und wer diesen Monolog dieses Sprechers geschrieben hat, der gehört, glaube ich, auch von den Monstern, die da zu sehen sind, verprügelt. Das ist wirklich wie von einem 10-Jährigen geschrieben. Und dann kommen da so Sätze wie, und er war stinksauer. Und ich frage mich, was? Hat man das da wirklich gerade so reingeschrieben? Also das sind wirklich so Wörter, die man da mitbekommt. Vielleicht liegt es auch nur an der deutschen Synchronisation. Aber da fängt schon das Kopfschütteln an und es geht wirklich 120 Minuten eigentlich nur so weiter. Und im Film sieht man nicht nur Hellboy, sondern auch viele andere Charaktere. Und es gibt wirklich unzählige Subplots, die eigentlich auch gar nichts mit der eigentlichen Handlung zu tun haben. Die sind eigentlich nur da, um irgendwie den Film nur unnötig kompliziert zu machen, was überhaupt nicht nötig gewesen wäre, und teilweise strecken den Film auch einfach nur. So sehen wir dann immer mal wieder Hellboy, auch die Beziehung mit seinem Vater, der wird übrigens gespielt von Ian McShane, den ich auch ganz gerne mag, der in dem Film auch in Ordnung spielt, aber die Beziehung, also Vater-Sohn-Beziehung, ist irgendwie überhaupt nicht glaubwürdig. Das fühlt sich in keinster Weise so an, als ob die sich überhaupt mögen oder da wirklich die Beziehung stattfindet, die mir der Film eigentlich verkaufen will. Und auch Hellboy, der wird wie von einer Götterhand direkt von einer Szene in die andere geschmissen. Und das fühlt sich auch überhaupt nicht organisch an. Manchmal frage ich mich auch, okay, in welchem Teil der Welt ist er jetzt eigentlich? Und wie ist er da überhaupt hingekommen? Und warum ist er da so schnell? Das ist eher so, also es fühlt sich wirklich so an wie ein Szenenroulette. So als ob Drehbuchautor und Regisseur so am Tisch saßen und ein Roulette hatten und sagen, okay, wo ist Hellboy jetzt? Okay, hier in England, in Ostengland, jetzt mal im Norden und jetzt mal wieder ganz woanders, jetzt in Mexiko. Ja, das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn und das war wirklich irgendwie nur so dem Zufall geschuldet. Hellboy, muss ich sagen, der Charakter an sich, der ist ganz spannend. Da kann man auch viel rausholen. Wie gesagt, ich kenne die Comics nicht, aber irgendwie ist das eine ganz coole Rolle und er wird auch gut gespielt von David Harbour. Also jedenfalls das bisschen, was er da rausholt. Der hat irgendwie so eine Präsenz, schon wie in Del Toros Hellboy. Die ist cool, die passt irgendwie, er holt da wirklich viel aus der Rolle raus, aber was wirklich überhaupt nicht passt bei dieser Rolle, ist der extrem, wirklich extrem aufgesetzte Humor und jedes Mal, und das ist nicht nur einer, das sind nicht nur zwei, das sind nicht nur drei, es sind wirklich hunderte von One-Linern, die Hellboy hier dem Publikum an den Kopf klatscht und jeder One-Liner ist wirklich peinlich und extrem zum Fremdschämen und jedes Mal, nach jedem One-Liner bin ich ein bisschen mehr runtergerutscht in den Sitz und ich verstehe auch nicht, wie man sowas überhaupt schreiben kann. Ein weiterer Charakter, der noch vorkommt und ziemlich wichtig ist, ist der von Milla Jovovich. Die spielt nämlich Nimue, die Blutkönigin. Und Milla Jovovich, die mag ich eigentlich. Ich weiß, das ist so eine Trash-Schauspielerin, aber ich mochte sie bei den Resident Evil-Filmen. Ich mochte sie natürlich auch bei Das fünfte Element und irgendwie hat die so eine gewisse Coolness. Aber
die kommt hier in dem Film überhaupt nicht gut rüber. Die spielt auch nicht gut. Die Rolle ist überhaupt nicht ausgearbeitet. Auch hier fängt man wieder in dem Film an, irgendwas zu erklären von ihr, was auch vielleicht interessant sein könnte, aber das verpufft einfach nur noch und das wird auch nicht mehr weiter aufgegriffen und so ist auch ihre Figur irgendwie irgendwann ziemlich schnell belanglos. Und was man natürlich auch sehen will, bei so einer Art von Film, von Hellboy oder Comic-Verfilmung allgemein, sind natürlich gute Action-Szenen. Es gibt eine coole Action-Szene, das ist die mit den Riesen, die kommt irgendwann im Mittelteil des Films vielleicht. Die ist einigermaßen inszeniert, die macht auch teilweise Spaß, aber der Rest, da möchte man auch einfach nur noch den Kinosaal verlassen. Das ist wirklich furchtbarstes CGI, das hat man auch vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren schon besser gesehen. Das hat mich teilweise an Blade 3 erinnert. Und was die Action-Szene natürlich perfekt macht, ist laute Heavy-Metal-Musik. Also wirklich jedes Mal setzt Heavy-Metal-Musik ein, aber auch nicht coole Heavy-Metal-Musik, sondern wirklich Klischee-Heavy-Metal-Musik. Ich mag es teilweise, aber hier war das einfach nur laut, es hat gedröhnt, es hat einfach nur genervt, genauso wie die Action-Szene an sich. Dazu sei gesagt, dass einer in der Pressevorführung anscheinend richtig Spaß hatte an dem Film und auch an der Musik. Denn jedes Mal, wenn die Heavy-Metal-Musik einsetzte, ist er abgegangen wie auf einem Heavy-Metal-Konzert. Er hat seinen Arm nach oben gestreckt und hat geheadbanged. Also der Typ hat seinen Spaß gehabt und egal, was der Typ eingeworfen hat, ich glaube, ich hätte es auch einwerfen müssen, damit ich wenigstens genauso viel Spaß gehabt hätte bei einem Film wie er auch. Was die Trailer schon suggeriert haben, was man dann auch ziemlich schnell im Film merkt, ist diese krasse Gewaltdarstellung. Der Film ist ab 16, das wundert mich eigentlich. Der wäre vor ein paar Jahren wahrscheinlich noch ab 18 gewesen oder vermutlich sogar indiziert geworden, aber das ist wirklich brutal. Aber das fühlt sich leider auch überhaupt nicht organisch an, wie zum Beispiel in Brutalität in Evil Dead oder Starship Troopers, also solchen Filmen, sondern das wirkt eher so, gerade durch den massiven Einsatz von CGI, also wirklich die ganzen Splatter-Effekte, die sind einfach computeranimiert, genauso das Blut und deswegen sieht es auch leider nicht gut aus, es ist einfach nur brutal und es wirkt daher auch irgendwie nur so, ja, wie können wir den Film irgendwie noch besser machen oder in irgendein Publikum verkaufen, ja, lass es einfach ultra brutal machen. Und ja, vielleicht für Gore-Liebhaber ist dieser Teil was, aber irgendwie passte das nicht ganz zum Rest des Films. Was wiederum ein bisschen besser passen wollte, waren manchmal die Kostüme. Also manchmal hat man wirklich auf CGI verzichtet und es gibt so ein paar Figuren, die sehen wirklich gut aus. Gerade der Baba Yaga sieht klasse aus, den haben sie wirklich schön gestaltet. Das ist ja, das ist mit das Highlight des Films, neben dem Kampf der Riesen. Aber dann gibt es auch im gleichen Atemzug wieder andere Figuren oder andere Kostüme, die wieder einfach nur peinlich sind. Also man hat wirklich unzählige Elemente in dem Film, die sind einfach peinlich. Und ich muss einfach sagen zu Hellboy, gerade auch durch die schlechte Kameraführung und das ganze Schnittgewitter und den unzähligen öden One-Linern, ist es wirklich die schlechteste Comic-Verfilmung, die ich glaube ich, bisher gesehen habe. Und das ist sogar noch schlechter als die 2015-Verfilmung von Fantastic Four, die von Josh Trank inszeniert wurde. Und vielleicht wollt ihr euch den Film trotzdem noch angucken. Ich kann es ehrlich gesagt nicht empfehlen. Und von mir bekommt die neue Verfilmung von Hellboy daher nur 3 Punkte. Ja, habt ihr noch Lust auf den Film oder habt ihr ihn schon gesehen? Heute Abend kommt er ja schon raus. Dann schreibt es gerne in die Kommentare und schreibt auch gerne in die Kommentare, wie ihr denn die alten Verfilmungen von Guillermo del Toro fandet. Und wenn ihr den Channel noch nicht abonniert habt, holt das gerne nach und dann sehen wir uns in einem neuen Video wieder.